Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Heute ist es soweit, wir haben wieder Sonntag. Heute ist auch nicht irgendein Sonntag, sondern es ist der zweite Advent. Das heißt, dass wir heute wieder eine Wochenlegung machen. Was nächste Woche auf dich zukommt, sowohl in der Liebe als auch allgemein. Du weißt, wie ich es mache. Meistens geht es ja in meinen Legungen um die Liebe, aber bei der Wochenlegung schaue ich mir auch immer ein bisschen an, was ich sonst noch so sehe, einfach ganz allgemein, ohne da jetzt wirklich sonst noch irgendwo einen genauen Fokus irgendwie hinzulegen. Ich schaue mir einfach, was ich so sehe, was passieren wird. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie einfach an und wenn du mit der Legung in Resonanz gehst, dann ist sie für dich, dann hat sie dich gefunden. Es muss auch nicht sein, dass man mit jeder Legung in Resonanz geht. Und ja, ich würde auch sagen, ich rede da jetzt gar nicht mehr viel weiter, sondern misch einfach mal die Karten, damit wir dann auch direkt losstarten können. So, da Leute, sind die Karten gemischt und wir starten auch schon los. Mit dem Ritter der Schwerter, der Vier der Stäbe und der Drei der Stäbe. Interessant. Das heißt, was sehe ich jetzt direkt nächste Woche? Du siehst, wir haben hier die Drei der Stäbe und wir haben hier einfach eine Entscheidungsfindung. Das heißt, es kann gut sein, dass du schon seit längerem überlegst und im Inneren weißt, dass du eine Entscheidung treffen musst, dass du zu einem Schluss kommen musst, aber diese Entscheidung fällt dir nicht einfach. Und das ist auch ganz normal. Oft ist es so, dass man eben eine Entscheidung treffen muss, aber nicht wirklich weiß, was das Richtige ist. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten natürlich von Entscheidungen treffen. Einerseits ist es manchmal so, dass man auch weiß, gut, das ist eigentlich das Richtige, aber irgendwas hält mich davon ab. Und dann gibt es natürlich auch die Arten von Entscheidungen, wo man sich Sorgen macht, wo man nicht weiß, welches Ergebnis diese Entscheidung herbeiführt. Aber du wirst einfach einen Schritt in die richtige Richtung machen. Beziehungsweise sehe ich, dass du momentan auch schon tendierst. Also hier, du siehst ja, du hältst da praktisch schon einen Stab. Die anderen beiden sind noch da, aber du tendierst eben zu was. Vielleicht versuchst du es auch ein bisschen aufzuschieben und hoffst, dass sich die Sache von selbst erledigt. Wir haben ja auch die vier der Stäbe. Ich würde sagen, den Ritter der Schwerter natürlich auch, dass die letzte Zeit bei dir durchwachsen war. Vielleicht sogar ein bisschen stressig. Das heißt, dass du dich irgendwie selbst unter Druck gesetzt hast. Einfach manchmal ein ungutes Gefühl hattest in letzter Zeit, dass dich irgendwie, ja, so dich so unwohl fühlen hat lassen.
Das ist oft so, wenn man irgendwie weiterkommen möchte, aber dann doch nicht so weiterkommt und einfach irgendwie viel um die Ohren hat. Und es geht jetzt mehr in eine besinnliche Zeit, würde ich sagen. Natürlich ist jetzt auch die Weihnachtszeit, aber generell, das hat jetzt nicht explizit nur mit dem zu tun, sondern einfach auch mit dir selber. Ich sehe, dass du mehr zur Ruhe kommst. Wir haben den Hierophanten und jetzt verstehe ich auch den Ritter der Schwerter mehr. Du wirst Geheimnisse entschlüsseln über eine Person in deinem Umfeld. Und dafür steht der Hierophant oft oder generell. Ja, der steht einfach fürs Entschlüsseln von Geheimnissen. Oft ist es so, dass man über gewisse Personen ganz unerwartet was herausfindet. Und wir haben hier eben auch den Ritter der Schwerter. Das heißt, das ist wer in deinem Umfeld, der dir grundsätzlich nicht so ganz gut tut, würde ich sagen. Und das kann jetzt jemand sein, der dir nahe steht, oder aber auch jemand bei der Arbeit. Das heißt, entweder jemand aus deinem direkten Umfeld, es könnte aber auch bei der Arbeit sein. Und es ist jemand, der einen egozentrischen Charakterzug hat, würde ich sagen. Ja, also wir haben hier wirklich einen Ritter der Schwerter. Und der Ritter der Schwerter, über den wir hier reden, wäre gerne mehr, als er ist. Ich sehe hier jemanden, der groß redet, aber da ist nicht allzu viel dahinter. Weil der Ritter der Schwerter, der benimmt sich irgendwie wie ein König. Ist er aber nicht, er ist nur ein Ritter. Er ist jetzt kein kompletter kleiner Junge mehr, also wirklich komplett lächerlich, aber wenn er einfach zu dem stehen würde, was er ist, und sein Umfeld gut behandeln würde, dann wäre er viel respektabler. Er sollte einfach weniger egozentrisch sein. Und dadurch, dass er eben sich manchmal auch verhält wie ein König der Schwerter, würde ich einfach sagen, dass dieser Mensch teilweise nicht ernst zu nehmen ist, aber man sollte immer ein Auge auf ihn werfen, beziehungsweise man sollte ihn immer im Blick haben, weil dieser Mensch kann auch schon mal unangenehm sein. Also ja, also da sei vorsichtig. Also wenn du weißt, um wen es hier geht, sei einfach vorsichtig, würde ich sagen. Und jetzt nicht nur nächste Woche, da wirst du mehr über diese Person herausfinden, aber allgemein einfach vorsichtig sein mit dem Menschen hier. Dann haben wir noch den Herrscher dazu bekommen. Gut, ich brauche jetzt noch ein paar Karten, um Klarheit zu bekommen. Ah, interessant, wir haben jetzt die Sonne, wir haben den Herrscher und wir haben die Hohepriesterin. Ich sehe, dass du nächste Woche dich draußen wohlfühlen wirst. Also ich sehe irgendwie, dass du draußen sein wirst. Du wirst draußen unterwegs sein und du wirst dir einfach denken, dass dir das Wetter gefällt, dass du dich einfach momentan wohlfühlst, einfach auch mit der Natur, mit der Luft und einfach der Energie, die draußen ist. Also das sehe ich hier wirklich als positiv. Ich kann es jetzt auch gar nicht viel genauer beschreiben. Das ist einfach gerade so von mir beschrieben worden, wie ich es gesehen habe.
Und mit der Sonne sehe ich das jetzt einfach mal so. Also wir haben hier einfach auch, dass dir eine Last von der Schulter fällt, würde ich sagen. Und nicht, weil sich jetzt großartig was von den äußeren Umständen her verändert, sondern weil du einfach erkennst, dass du in Bezug auf gewisse Sachen einfach alles lockerer angehen lassen musst. Weil du hast dich selber, du kommst weiter, auch wenn es Hürden gibt, manchmal große Hürden, und fokussiere dich einfach auf die schönen Dinge im Leben. Ja, es muss auch nicht immer was Großes sein, und ich sehe hier einfach, dass das auch mit dieser Besinnlichkeit zu tun haben wird, dass du deine Umwelt irgendwie schön wahrnehmen wirst in der nächsten Woche. Einfach auch auf Kleinigkeiten achten wirst, die dir irgendwie gut tun. Ich sag's mal so, wenn, das könnte jetzt sein, wenn plötzlich eine Wolke aufgeht und irgendwie schöne, angenehme Sonnenstrahlen auf dein Gesicht fallen und du einfach ein gutes Gefühl hast und auch eine gute Energie spürst. Weil die Sonne kann einerseits zu wenig sein oder sie kann zu viel sein, aber das ist wirklich auch mal ein Moment, wo du merkst, dass es mehr gibt. Dass es mehr gibt als nur Weltliches. Weil hier und da kann man schon zweifeln. Aber es gibt dann Momente, und die haben oft irgendwas mit der Natur zu tun. Das ist das, was ich meine. Das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt irgendwo im Wald sein musst. Das ist natürlich auch gut, aber es kann auch sein, dass du irgendwo bist, unterwegs, in der Stadt, am Land, vollkommen egal. Und einfach irgendwie ein Moment da ist, wo du irgendwas Schönes bemerkst, was keinem anderen auffällt. Weil manchmal brechen zum Beispiel die Wolken auf und es kommt Licht runter. Also das ist, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich habe das jetzt vor Augen. Da merkt man irgendwie, wenn was da ist. Dass da ist einfach was Höheres da, sage ich mal. Ich meine, wie erkläre ich das am besten, dass du weißt, was ich meine? Wenn die Wolken, wenn es zum Beispiel ganz grau ist und du siehst einfach irgendwo in der Ferne, dass ein Fleck ist, wo der Himmel aufgeht und es kommt einfach Licht runter. Als würde jetzt ein Engel kommen und einfach herabsteigen, sage ich mal. Nur siehst du den Engel nicht. Das ist das, was ich meine. Und irgend so ein Erlebnis in der Art sehe ich einfach. Muss jetzt nicht genau das sein, aber einfach, dass du merkst, dass was da ist, würde ich sagen. Dann haben wir noch den Herrscher und die Hohepriesterin, und die Hohepriesterin ist eben auch offen für sowas. Es gibt Leute, die merken nie was. Also das passt einfach zu dir. Du wirst da einfach was spüren. Weil die Hohepriesterin kann sowas empfangen, die kann Energien empfangen. Es gibt Leute, die können das nicht. Es gibt Leute, die merken es nicht, wenn der schönste Regenbogen neben ihnen ist. Die wissen nicht mal, dass der da ist, weil sie einfach nicht hinschauen. Schauen aufs Handy oder schauen sonst irgendwo hin. Also da bist du wirklich bereit dafür, dass das nächste Woche kommt. Dann weiter, wir haben hier den Herrscher und die Sechs der Schwerter. Ja, da kommen wir jetzt auch schon zu einem auch wichtigen Thema, nämlich zu einer Person. Ja, das ist jemand, den du eigentlich magst. Ein Herrscher, würde ich sagen. Und da wird das Gefühl der Annäherung da sein.
Und kurz darauf wird das Gefühl folgen, dass wieder eine Entfernung da ist, weil du einfach keine klaren Signale bekommst. Ja, das ist da, also das ist wirklich, wirklich, wirklich was, wo ich sage, nächste Woche könnte es sein, dass du da irgendwie emotional einmal so ein bisschen einen Höhenflug hast, der dann aber wieder abschwächt, weil dir einfach die Sicherheit fehlt. Hier fehlt dir wirklich die Sicherheit und was diese Person betrifft, brauchst du Sicherheit, bevor du wirklich wieder mit dabei sein kannst, bevor du wirklich dich wieder auf was einlassen kannst, sage ich mal. Dass du wirklich sagst, ja, gut, also wir beide, wir passen einfach gut zusammen, wir verstehen uns einfach gut. Und ich möchte da einfach nochmal eine schöne Zeit haben, aber das hättest du irgendwo gerne, aber du fühlst es momentan nicht. Das ist das, was ich sagen will. Und diese Unsicherheit, diese Enttäuschung, die es da in Bezug auf diese, auf diese, auf die, auf diesem, diesem Gefühlsthema, auf dieser Gefühlsebene mit diesem Menschen gab, das kann einfach nur enttäuscht werden, solange bis es da endlich Sicherheit gibt. Und die Sicherheit, die richtige Sicherheit wird erst kommen, wenn dein Gegenüber klare Schritte unternimmt. Das würde ich sagen. Haben wir sonst noch was, was ich sehe? Schauen wir uns das nochmal an. Die Fünf der Schwerter. Page der Münze. Und den Wagen. Ja, das Einzige, was ich hier noch sehe, ist, die Woche wird schnell vergehen. Die wird wie im Flug vergehen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum genau. Manchmal ist es so, dass sich Zeit lang anfühlt. Manchmal ist es so, dass sich Zeit kurz anfühlt. Die wird wie im Flug vergehen, weil sie eben doch durchwachsen ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, der einzige, den ich hier benennen würde. Wir haben hier eben dieses einerseits zur Ruhe kommen und irgendwie besinnlicher werden, aber dann emotional doch wieder, was eigentlich dann widersprüchlich ist, so einen kurzen Aufschwung und Abschwung. Aber ich würde das einfach so erklären, dass es im Großen und Ganzen ruhig werden wird, was deine Energien betrifft. Die werden einfach klarer, weil du generell auf einem guten Weg bist, aber die werden natürlich nicht in einem Durch klar, also geradlinig klar, sondern da kann es zwischendurch auch mal ein Zickzack geben. Das ist das, was ich sagen würde. Gut, generell wollte ich auch noch sagen, natürlich meistens geht es, wie schon gesagt, bei mir um die Liebe, aber wenn dich generell auch allgemeine Themen interessieren, kannst du es mir auch mal in die Kommentare schreiben und ich überlege mir dann was. Vielleicht habe ich mal überlegt, ob ich noch einen anderen Kanal machen soll mit nur allgemeinen und persönlichen Legungen. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil ich will mich natürlich auch auf eins fokussieren. Aber das wäre definitiv eine Überlegung wert und du kannst mir einfach mal sagen, ob dich das auch interessieren würde. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute für die nächste Woche. Ich hoffe, du hattest einen schönen zweiten Advent. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.